Hallo, liebe Gäste. Schön, Sie zu sehen. Gleich geht unsere Veranstaltung los. Wenn Sie mögen, setzen Sie sich doch gerne auch auf die vorderen Plätze. Die sind nämlich noch frei und haben Sie den besten Blick auf die Bühne. Bis gleich. Ich sag schon mal hallo, liebe Gäste. Ich sehe ganz viele von Ihnen da hinten noch stehen. Wir haben hier super gemütliche Plätze, insbesondere in Reihe 1, 2 und 3, die noch auf Sie warten. Ich freue mich, dass gleich losgeht. Thank you.
jetzt auch schon los. Und damit einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer ComWorld Connections Roadshow. Sehr schön, Sie hier in der Klassikstadt in Frankfurt persönlich begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich habe mir schon ein tolles Auto ausgesucht. Ich muss nur mal ganz schnell Lotto spielen. Ein genauso herzliches Hallo natürlich auch an Sie zu Hause vor den Bildschirmen im Office und Home Office. Ich hoffe, Sie haben es sich richtig schön gemütlich gemacht. Vielleicht auf Ihrem Lieblingsplätzchen mit einem leckeren Kaffee oder Tee. Das sind perfekte Voraussetzungen, um uns diesen besonderen Tag zu genießen. Sie und Sie dürfen sich heute auf ganz spannende und wertvolle Impulse freuen, rund um die Themen Datensicherheit, Cybersecurity und natürlich auch Compliance. Und wir freuen uns so sehr darauf, Ihnen unser Portfolio von ComWorld genauer vorstellen zu dürfen heute. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Übrigens auch von den IT-Leistungen unserer wertgeschätzten Partner. Es wird wirklich ein toller und ganz, ganz spannender Tag. Und Sie haben es ja schon gesehen, unser Motto ist ja heute Connections on the Road. Und Connections, die sollten Sie heute auch machen. Der Tag ist perfekt dafür, um zu netzwerken. Ich hoffe, Sie haben schon im Vorfeld die eine oder andere Visitenkarte vielleicht ausgetauscht. Perfekt. Und die Visitenkarten austauschen, die könnten Sie zum Beispiel auch mit unseren Partnern draußen in der Messe oder auch mit uns. Sie sind ganz herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, ich bin Ihre Publikumsflüsterin und ich freue mich sehr auf diesen tollen Tag mit Ihnen. Ich bin Saskia Naumann, bei LinkedIn heißt es ja immer gerne Hashtag, gerne per Du. Das gilt natürlich auch für heute. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne zu mir und wenn Sie eine Frage an unsere Speaker haben, heben Sie einfach kurz Ihre Hand und dann kommt unsere Hostess gerne zu Ihnen und reicht Ihnen das Mikrofon. Ja, und jetzt wäre eigentlich die bedeutungsvolle Minute gekommen, wo eine Dame hier auf der Bühne stehen würde, die sich seit so vielen Wochen auf diesen Termin gefreut hat. Ich habe letzte Woche mit ihr im Briefing gesessen und sie hat so gestrahlt und konnte es kaum abwarten. Aber das Leben spielt man manchmal anders, als man sich das wünscht und es ist leider etwas dazwischen gekommen. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, für sie eine herzliche Grußbotschaft aufzunehmen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Matze. Hallo und herzlich willkommen bei der ComWorld Connections Roadshow 2023 aus der Klassikstadt in Frankfurt. Mein Name ist Elke Steiniger. Ich bin Geschäftsführerin bei ComWorld in Deutschland. Leider kann ich heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr persönlich bei Ihnen vor Ort sein. Im Namen von ComWorld danke ich hier unseren Sponsoren und Referenten vor Ort und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, gute Impulse und gute Gespräche mit unseren Experten vor Ort. Viele Grüße und bis bald. Bleiben Sie gesund. Ihre Elke Steiniger. Schade, dass sie nicht da sein kann. Aber sie hat natürlich einen Ersatz geschickt und der hat erst am Montag davon erfahren, dass es für ihn heute soweit ist. Deshalb bitte begrüßen Sie mit einem so herzlichen Applaus unseren Senior Vertriebsleiter Deutschland, der Sales Director, Entschuldigung, da muss ich mich einmal korrigieren. Platz. So, jetzt habe ich mich auch wieder. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus. Hier ist für Sie Peter Kaji. Peter, du kommst so sportlich hier hoch. Ja, super sportlich. Eine Verletzung noch aus meinem Skiurlaub, von daher irgendwie sind wir gerade bei ComWorld alle ein bisschen angeschlagen. Aber vielen Dank erstmal für die Einleitung, Saskia. Sehr gerne. Sie haben es gerade gesehen gehabt in dem Video, Elke Steinecker, unsere Geschäftsführerin, AVP, kann leider heute nicht hier vor Ort sein. Gesundheitliche Gründe lassen das nicht zu. Das ist in der Tat sehr, sehr schade, weil sie sich wirklich extremst auf diese Veranstaltung gefreut hat. Eine Veranstaltung endlich mal wieder mit wirklich Live-Publikum hier vor Ort Präsenz. Etwas, was ja in den letzten 2,5 Jahren dank Corona in Anführungsstrichen nicht möglich war. Von daher freuen wir uns natürlich umso mehr, dass das jetzt auch wieder möglich ist hier in diesen Räumlichkeiten und heute auch auf den Tag natürlich in dem Kontext. An der Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Elke und gute Besserung. Toi, 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 wir drücken dir die Daumen, dass du relativ schnell wieder gesund und fit sein wirst. Und von daher würde ich dann praktisch jetzt direkt einsteigen. Ja, du hast gerade schon erwähnt gehabt. Am Montag habe ich erfahren, dass ich die Ehre habe, hier auf der Bühne stehen zu dürfen. Das freut mich natürlich ungemein und das mache ich auch sehr gerne.
endlich können und dürfen wir wieder eine Commvault Connection mit Vor-Ort-Präsenz durchführen. Übrigens meine erste. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier dabei bei Commvault. Als ich gestartet habe, hat uns gerade Corona leider ereilt. Sie selbst sind davon ja selbst auch betroffen gewesen und wissen, da war nicht viel möglich mit Live-Veranstaltungen, Vor-Ort-Präsenzen. Und von daher ist es auch schön, jetzt mal in echte Gesichter zu schauen und nicht immer nur die virtuellen Kacheln zu sehen. Unsere Lex-Serie Connection war ja noch eine rein virtuelle Veranstaltung, damals live gestreamt aus dem Hotel in Oberursel. Umso mehr freue ich mich jetzt hier in der Klassikstadt zu sein, einer wirklich richtig tollen Location. Scheint sogar ein bisschen die Sonne, auch wenn ich gehört habe und auf der Wetterkarte gesehen, dass es so im Osten der Republik gerade so ein bisschen schneit. Von daher bin ich aber auch froh, dass Sie so zahlreich den Weg hierher gefunden haben. Wir machen das Beste aus dem Tag. Ich habe es erwähnt gehabt. Circa jetzt 3, 3,5 Jahre ohne Bühnenerfahrung. Man merkt, man rostet da schon so ein bisschen ein. Von daher haben Sie bitte ein bisschen Nachsicht mit mir. Und bevor wir starten, eine kleine, aber für mich besonders wichtige Anmerkung. Wenn möglich, bitte keine Tomaten oder rohen Eier werfen. Ja, das ist ein Wunsch meiner Frau, denn die Flecken gehen aus dem weißen Hemd, was ich heute anhabe, nur so bedingt raus, habe ich mir sagen lassen. Das wäre super lieb. Und wenn auch möglich, Buhrufe bitte erst am Ende meines Vortrags, wird einiges erleichtern und einfacher machen. Von daher nochmal vielen Dank für Ihr Verständnis. Zum Start möchte ich unseren Sponsoren danken, denn ohne die wäre so eine Veranstaltung hier nicht möglich. Wir haben Strom, wir sitzen warm, wir haben schöne Stühle, wir haben leckeres Catering gehabt, leckere Getränke. Das ist ohne Sponsoren immer nur schwierig umzusetzen und gerade hier in so einer Location wie der Klassikstadt. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an unsere Sponsoren. Zuerst möchte ich hier die HPE nennen, unseren Platinum-Sponsor heute in der Connection 2023, NetApp sowie Fujitsu, unseren Gold-Sponsoren und natürlich auch der Kramer & Co., der DMP, der Pure Storage, der SVA und der Oracle, unseren Silver-Partnern, alle vor Ort vertreten, draußen auch entsprechend mit Ständen. Nutzen Sie in den Pausen, wenn wir das Networking machen, wenn Zeit dafür da ist, sich zu informieren, sich auszutauschen. Das ist schön, endlich mal wieder das persönlich machen zu können. Es ist Ihre Veranstaltung, nutzen Sie sie. Vielen Dank dafür. Auch möchte ich Herrn Dr. Eifert von der RWTH Aachen University danken, der heute, also für seine Zeit und seinen Einsatz heute auf der Bühne. Wir werden einen hochinteressanten Vortrag von ihm hören, aus Kundensicht heraus. Und ebenso dem Herrn Thomas Meyer für seinen Vortrag von der IDC zum Ende der Veranstaltung hin. Sicherlich auch sehr, sehr interessant. Und natürlich danke ich auch allen, die heute auch den Weg in die Klassikstadt gemacht haben und selbstverständlich auch allen virtuellen Teilnehmern vor den Bildschirmen zu Hause. Herzlich willkommen noch einmal an dieser Stelle. Was haben wir vor heute? Sie sehen es, wir haben eine interessante Agenda zusammengestellt mit Fachvorträgen von unseren Alliance-Partnern von Commvault, konkreten Kundenbeispielen der RWTH Aachen University und der Software AG und einer Keynote der IDC zum Thema, jetzt auf Deutsch, Entwicklung der Datenwiderstandsfähigkeit für den Erfolg in der digitalen Welt. Wir versuchen, den heutigen Event wirklich komplett in Deutsch zu halten. Etwas, was auch in der IT immer so ein Stück weit schwierig ist. Sie sehen, teilweise führt das dann zu so sperrigen Sätzen. Aber trotzdem denke ich auch mal wieder schön, Deutsch zu sprechen und nicht immer nur Englisch. Zum Abschluss der Veranstaltung dann noch unsere Guide-Tour durch die Klassikstadt. Sie haben das ein oder andere hier schon gesehen. Es wurde ja auch schon angesprochen gehabt. Schöne Automobile, die hier stehen. Aber nicht nur die Vierräderigen, sondern auch, wenn man sich das Umfeld anschaut, im ersten Stock beispielsweise, auch für Motorradliebhaber, für den ein oder anderen Fahrradfahrer, wird hier das ein oder andere gezeigt und geboten. Nutzen Sie die Gunst der Stunde, machen Sie die Tour mit. Es ist wirklich sehenswert. Das Gebäude ist hochinteressant. Das, was man hier drin sieht, ist hochinteressant. Es ist letztendlich sicherlich eine gute Gelegenheit, leider nur für die Teilnehmer vor Ort möglich, ja, aber an alle virtuellen Teilnehmer, wenn Sie mal hier im Rhein-Main-Gebiet sind, in Frankfurt, machen Sie ruhig mal einen Abstecher in die Klassikstadt. Es ist auf jeden Fall lohnenswert und interessant, sich das mal hier anzuschauen. Wir möchten Ihnen heute einen Überblick vermitteln, warum Commvault jetzt und besonders auch in Zukunft gut und wichtig für Sie als Kunde ist.
Der digitale Wandel wird nie wieder so langsam sein wie heute, sagte der Deutschlandchef von Google, Philipp Justus, im Jahr 2015. Und wir alle werden dieser Aussage, denke ich, auch heute, 8 Jahre später, sicherlich uneingeschränkt zustimmen. Gerade die Covid-Pandemie hat hier noch einmal erheblichen Schub nach vorne gegeben und Sachen beschleunigt, die vorher in vielen Unternehmen und in vielen Bereichen so in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen wären. Unternehmen stehen heute vor dem Balanceakt zwischen Innovation, Bereitschaft und Innovation, / Effizienz. Früher war augenscheinlich vieles einfacher. Hatten wir doch das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Schließlich waren unsere Daten im IT-Zentrum, klassischerweise auf dem Flur, ein paar Räume weiter. Heute sind die Daten überall, maßgeblich auch in der Cloud. Sie haben nicht nur mit der Komplexität vor Ort zu kämpfen. Die Pandemie hat auch viele von uns schneller in die Cloud getrieben. Unsere Unternehmen erzeugen jede Sekunde mehr und mehr Daten, gerade auch aus den SaaS-Applikationen heraus. Eine Verdopplung des Datenvolumens der globalen Datenmengen circa alle 2 bis 3 Jahre. Was bedeutet das in Zahlen? Sprechen wir heute über ca. 100 Zettabyte globalen Daten, reden wir bereits im Jahr 2025 bereits über 175 Zettabyte. Das ist eine 1 mit 21 Nullen. Das Jottabyte, das Brontobyte und das Geobyte warten bereits darauf, Einzug in unser zukünftiges Sprachjargon zu nehmen. Mitarbeiter, die früher nur im Büro arbeiteten, sind jetzt in einem neuen hybriden Arbeitsumfeld mobil und unterwegs. Wir als Unternehmer und IT-Manager wollen das und fördern das und müssen es auch fördern. Wir müssen flexibel und beweglich sein und skalieren, um Schritt zu halten. Doch je mehr Silos, Einzelprodukte und coole Dinge wir in unseren Umgebungen haben, desto mehr müssen diese Systeme miteinander interagieren. Sie müssen sie verwalten, sie müssen sie patchen und am Ende des Tages auch administrieren. Das führt am Ende zu mehr Unübersichtlichkeit zwischen den Anwendungen und den Systemen. Und es schafft mehr Komplexität und Fragmentierung in den einzelnen Bereichen. Mehr Angriffsfläche für Hacker, ein Riesenproblem in den heutigen Zeiten. Und es beeinträchtigt die Fähigkeit, notwendige Geschäftsprozesse und Initiativen zu unterstützen. All dies erfordert in der Regel mehr Budget und mehr Spielraum. Ein Luxus, den wir leider alle typischerweise nicht haben. Unsere Kunden setzen auf eine Multicloud-Strategie. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, reden wir heute immerhin über ca. 89%, die einen Multicloud-Ansatz haben oder bereits fahren und umsetzen. Und gleichzeitig erhöhen sie die Ausgaben für Cloud-Initiativen, während sie ebenso die Sicherheitsanforderungen beim Schutz gegen Ransomware bewältigen müssen. Gleichzeitig erfordert das massive Datenwachstum, was wir bereits angesprochen haben, und die zunehmend begrenzten IT-Ressourcen in unserem Umfeld einen Optimierungsbedarf der IT-Kosten und eine Anpassung der IT-Prozesse. Und Ihr Unternehmen setzt sein Vertrauen klassischerweise in Sie, denn Sie sind verantwortlich für die Daten in Ihrem Unternehmen. Sie sind sozusagen der Schlüssel für die Agilität der Innovationsfähigkeit. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen da immer davon, von den Hütern der Daten, dem Wächter des Heiligen Grals sozusagen. Ja. Sie arbeiten hart dafür, dass diese Daten geschützt, verfügbar und zugänglich sind, damit die Unternehmen expandieren, Partnerschaften eingehen, Akquisitionen tätigen und am Ende des Tages auch die Businesschancen nutzen kann. Was auch immer Ihr Unternehmen von Ihnen verlangt und plant, Sie müssen es technologisch sicherstellen. Alle Aufgaben, aber
alle Aufgaben, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade gesprungen. Entschuldigen Sie gerade, dass ich jetzt hier einen Hänger habe. So, genau, was auch immer Ihr Unternehmen plant, Sie müssen es technologisch sicherstellen. Deshalb haben wir heute im Laufe des Tages für Sie eine sehr interessante Agenda zusammengestellt, um Ihnen aufzuzeigen, wie die Datenschutzstrategie der Commvault Sie in die Lage versetzen kann, Ihre IT-Umgebung leichter zu modernisieren, Ihre Daten besser zu schützen, die Kosten im Griff zu behalten und die Belastung für Sie und Ihr Team nach Möglichkeit zu minimieren. Außerdem sind unsere Daten noch nie so gefragt und so gefährdet gewesen wie heute. Als IT-Experten haben Sie Ihr Unternehmen schon immer für alle möglichen Bedrohungen vorbereiten müssen. Seien es natürliche Bedrohungen gewesen, sei es letztendlich menschliche oder Cyberbedrohungen. Alles musste vorbereitet und geschützt sein. Angesichts der zunehmenden Bedrohungen dort draußen durch Ransomware und COD-Bedrohungen müssen Sie jedoch noch wachsamer sein. Ob es vor ein paar Jahren noch die Frage war, wird man irgendwann mal vielleicht von einer Ransomware-Attacke oder einer Bedrohung betroffen sein, so ist es heute vielmehr die Frage, wann ist es der Fall und wie gut bin ich als Unternehmen darauf vorbereitet und wie kann ich letztendlich entsprechend reagieren und agieren. Ich habe mal gegoogelt und habe mich mal schlau gemacht im Internet. Ich möchte Sie jetzt auch nicht mit Zahlen überfrachten diesbezüglich, aber ich war doch sehr überrascht über die Informationen im Netz. Laut einer Studie von Mordlocker aus dem Herbst 2022, und ich weiß, trau keiner Studie, / Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ja, aber dort wird darauf verwiesen, dass Deutschland auf Platz 5 der weltweiten Hackerliste steht. Das heißt, wir in Deutschland sind aktuell auf dem 5. Platz, was Hackerangriffe angeht. Das ist ein zweifelhafter, gute Platzierung unter den vorderen Top 10. Die Studie hat zahlreiche Datenbanken mit Ransomware-Vorfällen ausgewertet von Unternehmen weltweit, die in dem Zeitraum von dem 01.01.2020 bis zum 01.07.2022 betroffen waren. Und die Zahlen sprechen für sich. Die Untersuchung hat ergeben, dass von den 18 betroffenen Branchen in Deutschland dem verarbeiteten Gewerbe rund 23% aller Hackerattacken gegolten haben. Will heißen, nahezu jeder vierte Hackerangriff in Deutschland ging gegen das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Das Baugewerbe war mit knapp 12% betroffen. Unternehmensdienstleistungen, IT-Dienstleister und entsprechend IT-Firmen in dem Umfeld mit jeweils ca. 9% und Transport- und Logistikunternehmen immerhin noch mit 6%. Dahinter stecken gut organisierte Ransomware-Banden, die Mafia des 21. Jahrhunderts. Ein perfides, aber leider für die Kriminellen auch sehr lohnenswertes Geschäftsmodell. Ransomware-Banden entscheiden sich in der Regel anhand von zwei Kriterien, wer ihr nächstes Ziel ist. Das erste basiert in der Regel darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass das Unternehmen, das gehackt, das angegangen wird, am Ende des Tages zahlt, weil die Ransomware-Banden wollen Geld verdienen. Das zweite Ziel, und das ist ebenfalls sehr interessant, beschäftigt sich mit dem Kriterium, wie unzureichend die Cybersicherheit des attackierten Unternehmens ist. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich letztendlich zu meinem Ziel komme, dass ich am Ende des Tages durch meinen Hack Geld erwirtschafte, in Anführungsstrichen. Kleinere und mittelständische Unternehmen sind häufig die Hauptangriffsziele von Ransomware-Banden, weil für sie in der Regel die Cybersicherheit oft eine untergeordnete Rolle spielt. Und der Grund dafür ist, dass sie sich eher auf das Wachstum des Unternehmens konzentrieren und weniger Zeit und Initiativen zur Verfügung haben, um sich mit dem Thema Cybersicherheit auseinanderzusetzen. Auch sind wahrscheinlich die Zahlungshäufigkeiten oder die Zahlungswahrscheinlichkeit, sprich wie zahlungswillig dieses Unternehmen ist, ein Indikator und Faktor dafür,
dass in der Tat Unternehmen aus dem Mittelstand sehr häufig Ziel dieser Angriffe sind. Denn die Kosten, die das Lösegeld am Ende des Tages ausmacht, verblassen im Vergleich zu der Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs im Unternehmen, dem Verlust der Daten und natürlich auch den Auswirkungen, was den Ruf des Unternehmens angeht. Das sind die Warnkosten von Hackerattacken und Hackerangriffen. Doch wer glaubt, es trifft nur die Kleinen, unter den betroffenen Unternehmen bei dieser Studie sind einige der einflussreichsten Institutionen weltweit. Unter anderem einer der größten Automobilbauer, den dieser Planet momentan letztendlich aktuell vorzuweisen hat. Ein Unternehmen, das jedes Jahr Millionen von Autos produziert. Auch die wurden entsprechend gehackt. Und ein Unternehmen, das weltbekanntes Bekleidungsunternehmen, mit Milliardenumsätzen, auch die sind letztendlich solchen Attacken zum Opfer gefallen. Jeder vierte Hackerangriff in Deutschland, das ist ebenfalls wichtig zu wissen, erfolgt gegen Unternehmen in der Größenordnung zwischen 100 und 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Also das sind die klassischerweise, die im Mittelstand sehr erfolgreich mit ihrem Geschäft normalerweise unterwegs sind. Und last but not least, 4,5%, und da bin ich auch schon ruhig mit den Zahlen, der Hackerattacken richten sich gegen deutsche Einrichtungen des öffentlichen Sektors. Etwas, was wir in den Nachrichten auch immer wieder sehen können, wenn man die Tagesschau einschaltet, wie oft sieht man dort, dass tatsächlich wieder eine Behörde gehackt wurde, wie oft kriegt man das in den Medien mittlerweile mit. Es ist wirklich erschreckend, über welche Zahlen wir dort reden. So, haben Sie die Möglichkeit, mal runterzugehen, bitte? Dankeschön. Ganz runter, bitte. Danke sehr. Wir bei Commvault, das ist wichtig zu verstehen, haben schon immer sichere, reaktionsschnelle und zuverlässige Lösungen für die Wiederherstellung der Daten, Ihrer Daten angeboten. Und das unabhängig von der Ursache der Störung, respektive des Grunds, warum eine Datensicherung notwendig wurde, respektive ein Restore. Mit Commvault haben Sie eine Lösung, die Ihnen im Bedarfsfall die Sicherheit gibt, die Sie benötigen, die entsprechende Ruhe reinbringt, um letztendlich geordnet Ihr System, Ihr IT-Umfeld wieder hochzufahren. Denn Sie können sich darauf verlassen, dass die Daten bei Commvault jederzeit wiederherstellbar sind und sich auch im Zugriff befinden. Das ist eine ganz wichtige Message. Und das vor allem auch unabhängig von der Quelle. Das heißt, selbst wenn letztendlich die Quelle nicht mehr existiert, die Quellumgebung aus technischen Gründen oder weil sie letztendlich gerade konfisziert wurde durch die Staatsanwaltschaft etc., auch das ist für uns kein Problem. Sie können trotzdem letztendlich Ihre Umgebung wieder ohne größere Komplikationen und Probleme hochfahren. Und wir werden unsere Lösung entsprechend den Anforderungen des Marktes auch immer weiterentwickeln, weil wenn wir uns das Umfeld da draußen anschauen, es ist permanent in Bewegung, entsprechend, Sie können sich darauf verlassen, wir werden da sein, wenn Sie uns am meisten brauchen. Aber wir denken auch, und das ist ebenfalls etwas, was häufig in den Köpfen noch nicht angekommen ist, dass Sie in die Offensive gehen müssen bei Ihren Aktivitäten und Aktionen. Ein Backup und ein Restore ist ja klassischerweise etwas, wenn es schon passiert ist. Der Datenschutz heute beginnt, bevor die Daten gefährdet sind. Im September haben wir daher unsere neue Metallic SaaS um ThreatWise erweitert. Das heißt unser Metallic SaaS Offering. ThreatWise schützt Ihre Daten und zwar mit vollständig integrierter Cybertäuschung oder auf Neudeutsch auch Cyberdeception genannt. Ein Frühwarnsystem, das proaktiv benötigte Akteure ködert, täuscht und entsprechend ihnen aufzeigt, dass sie gerade letztendlich jemanden bei sich im Netz haben, der Sachen macht, die normalerweise nicht dem normalen Business entsprechen, respektive dass dort jemand unterwegs ist, wo er nicht hingehört. Ein Fremder. Haben wir unsere Kunden bisher dabei geholfen, Hackerauswirkungen minimal zu halten
helfen wir Ihnen damit zusätzlich, diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist wirklich eine hochinteressante Lösung. Mehr dazu später im Vortrag von Christopher Knöhle um 14.30 Uhr, auch mit einer Live-Demo verbunden. Also von daher sehr interessant und nutzen Sie die Gelegenheit, dort reinzuschauen. Es lohnt sich. Technologie ist Ihr Geschäft. Ihr Ziel ist die Minimierung von Risiken, die Steigerung der Agilität und die Innovationsfähigkeit Ihres Unternehmens. Das ist auch der Kern unseres Handelns bei Commvault. Vom Code, den wir schreiben, den wir anbieten, den wir Ihnen zur Verfügung stellen und mit dem Sie arbeiten können, bis hin zum Support. 98% Kundenzufriedenheit, die Commvault wieder wählen, sprechen für sich. Wir arbeiten ständig an Innovationen, die Ihnen helfen, die Daten effizient zu schützen und besser für Sie arbeiten zu lassen. Unsere Lösungen sind benutzerfreundlich und bieten Ihnen diese Flexibilität, die Sie benötigen, und die Auswahl, damit Sie die Daten jederzeit managen können. Commvault hat die breiteste System- und Plattformunterstützung am Markt. Die älteren Umgebungen, die für Sie in dem einen oder anderen Umfeld noch relevant sind, stellen für uns keine Herausforderung oder kein Problem dar. Sei es moderne Containeranwendungen, seien es letztendlich SaaS-Anwendungen, Cloud-Anwendungen, alles das ist kein Problem für uns auf der Commvault-Seite. Im Grunde genommen das Einzige, was Sie sich merken müssen, alles ab Windows 2000 wird von uns unterstützt, zertifiziert und supported. Das heißt, egal wie Ihre Systemumgebung ausschaut, Sie können alles einheitlich mit Commvault managen, verwalten, sichern. Hauptziel dabei ist immer das Thema intelligentes Datenmanagement. Wir sind seit nunmehr über 26 Jahren im Markt. Damit sind wir quasi ein IT-Dinosaurier. Ja, wir haben die ganz alten Zeiten erlebt seitens Commvault, aber wir haben auch den Schritt in die Zukunft. Das hier und jetzt gemeistert. Der Grund hierfür liegt in unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Software und natürlich auch unseres Leistungsportfolios. Hauptziel von Commvault ist dabei der Schutz und das Management aller Kundendaten. Wir unterscheiden hier nicht. Es ist vollkommen egal, ob wir über physikalische, virtuelle oder Cloud-Umgebungen sprechen. Es macht für uns keinen Unterschied. Wir unterscheiden de facto nicht. Wir schützen Ihre Daten in der Cloud und in SaaS-Applikationen, aber gleichzeitig können wir Ihnen auch helfen auf der Reise, respektive auf Ihrem Weg in die Cloud. Das ist ein Riesen-Benefit und ein extrem großer Vorteil, denn Sie können die Daten einfach in die Cloud migrieren und zwischen unterschiedlichen Cloud-Anbietern jederzeit verlagern. Sie können somit Ihre Cloud-Nutzung jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen und optimieren. Ob Google, Microsoft, Amazon, Oracle, es spielt für uns keine Rolle. Am Ende des Tages, Sie entscheiden, wo die Daten heute sind und wo Sie sie morgen benötigen, respektive haben wollen. Wenn Sie Fragen dazu haben, jederzeit gerne. Unser komplettes Team ist heute hier anwesend. Nutzen Sie die Gunst der Stunde. Wir freuen uns auf interessante Gespräche diesbezüglich. Seit 11 Jahren in Folge ist Commvault bei Gartner im oberen Quadranten zu finden. Wir sind da die Nummer 1, wie wir immer so schön sagen. Wenn Sie jetzt aber mal auf die Internetseiten schauen von den Marktbegleitern, die wir ja auch haben, dann sehen die klassischerweise alle gleich aus. Da steht überall, wir sind Leader, wir sind die Nummer 1, wir sind die Tollsten, wir sind die Größten. Seit 4 Jahren unterteilt Gartner diese Sichtweise nochmal und macht im Grunde genommen eine Einzelunterteilung und Auflistung in den Bereichen physikalische, virtuelle und Cloud-Umgebungen. Und seit Gartner das vor 4 Jahren angefangen hat, ist Commvault in all diesen 3 Bereichen immer auf dem 1. Platz gewesen und dort sind wir auch heute noch. Das zeigt, da draußen gibt es einen, der ist wirklich die Nummer 1. Von daher, seit der Unterteilung und Einführung ist das der Fall. Wir sind da extrem stolz drauf und Sie als Kunden und Partner können hier von unseren Lösungen und von unserem Know-how in dem Umfeld
partizipieren. Commvault, und das ist auch wichtig zu wissen, hat ein ausschließlich indirektes Go-to-Market-Modell. Will heißen, wir arbeiten ausschließlich mit unseren globalen Partnern zusammen. Wir haben eine globale Partnerlandschaft, deswegen auch unsere guten Sponsoren heute hier vor Ort. Alle ihre Anforderungen werden dort professionell und effizient mittels Commvault erfüllt und gemanagt. Wird von Commvault irgendwo zusätzlicher Bedarf benötigt, haben Sie Interesse daran, nicht nur mit den Partnern zu sprechen, sondern auch mit uns auf der Commvault-Seite, ist dies jederzeit möglich. Wir unterstützen sowohl unsere Partner als auch Sie auf der Kundenseite gerne direkt und persönlich. Der Vertriebsweg ist dann immer ein indirekter am Ende des Tages. Aber wenn Sie Fragen haben, Unterstützungsbedarf haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung diesbezüglich. Wir hoffen auf einen regen Austausch. Und in diesem Sinne, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir freuen uns jetzt auf einen spannenden Nachmittag und gemeinsam mit Ihnen die Connection 2023 weiter verbringen zu dürfen. Viel Spaß, vielen Dank für den Vortrag, auch wenn es ab und zu ein bisschen geholpert hat. Ich hoffe, es war nicht so ganz langweilig und verständlich. Bis jetzt ist zumindest noch nichts nach vorne geworfen worden. Vielen Dank dafür. Peter, vielen herzlichen Dank für den wirklich starken Auftakt. Und wir machen jetzt so eine kleine Fragerunde, wenn du noch die Minute hast. Und dazu möchte ich Sie ganz, ganz herzlich einladen hier im Saal. Ich hatte es ja eben schon mal angesprochen. Geben Sie uns gerne mit den Handzeichen. Die Melanie vom Event-Team kommt dann gerne mit dem Mikrofon zu Ihnen. Und Sie zu Hause, Sie haben die Möglichkeit, über den Chat mit mir zu korrespondieren. Ich stelle dann gerne Ihre Fragen. Im Moment sind auch keine reingekommen. Aber als ich deine spannenden Zahlen gesehen habe, Peter, ist mir eine im Kopf hängen geblieben. Die 265 Milliarden Euro Schäden, die bis 2031 entstehen sollen. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema und noch mal von dir wissen, was glaubst du ganz persönlich, wo stehen wir hier in Deutschland beim Thema Ransomware und wie können wir uns besser schützen? Ja. Also die Zahlen sprechen ja de facto für sich. Ich glaube, wir sind uns alle einig, besser wird es nicht mehr. Das Thema Ransomware ist da, es ist nicht wegzudiskutieren. Es sind professionelle Banden, die da draußen unterwegs sind. Wir sehen, dass gerade der deutsche Markt sehr, sehr stark von zwei Banden attackiert wird. Das wird sich erstmal nicht ändern. Viel wichtiger ist, wie gehen wir mit der Situation um und wie können wir uns, das sagte ich schon im Vortrag, am besten darauf vorbereiten. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man als Unternehmen davon betroffen sein wird, die ist ziemlich sicher. Irgendwann wird es der Fall sein. Hatten wir früher eher die Herausforderung, dass es vielleicht Naturkatastrophen waren, dass es irgendwelche Probleme im Rechenzentrum gab, Stromproblematiken oder Mitarbeiter, die vielleicht sabotiert haben. So ist heute das Hauptthema sicherlich das Thema Attacken von außen auf die perfide Art und Weise ausgelegt. Manchmal mit dem Aspekt Geld erbeuten zu wollen, manchmal aber einfach auch nur um Schaden anrichten zu wollen. Will heißen, es wird nicht besser werden, daher die dringende Empfehlung, der dringende Appell, einen Plan zu haben, wie ich im Notfall damit umgehe. Und dafür ist es wichtig zu wissen, ein Backup ist das eine, ein Restore ist viel, viel wichtiger, sicherzustellen, dass ein Restore auch funktioniert, dass man die Prozesse dafür hat, die Abläufe, damit, wenn so etwas eintritt, man nicht überrascht ist. Und ich habe es erwähnt gehabt, das Thema Threatwise. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, sich nicht nur schutzlos diesen Angriffen auszuliefern. Wir haben die Möglichkeit, mit Threatwise letztendlich diesen Attacken, diesen Banden, diesen Kriminellen Fallen zu stellen, um letztendlich frühzeitig darüber informiert zu werden, dass gerade jemand bei mir im Netzwerk aktiv ist. Weil das ist ja die größte Herausforderung, festzustellen, dass gerade etwas hier im Argen liegt. Denn eine Hackerattacke erfolgt ja nicht heute um 12 und um 14 Uhr kriege ich das mit, respektive habe ich dann letztendlich meine Drohschreiben, sondern sowas baut sich typischerweise über Tage, teilweise über Wochen und Monate auf, bis alle Daten gesammelt sind, bis die Systeme, die für den Kunden wirklich relevant sind, befallen und gehackt sind, damit dann die Auswirkungen möglichst groß sind, damit Sie als Kunde zahlen müssen. Und dem können Sie vorbeugen, indem Sie beispielsweise Threatwise einsetzen. Wir werden das nachher noch sehen. Eine wirklich hochinteressante Lösung, sehr effizient, schnell und einfach auszurollen und kosteneffizient.
Das hört sich sehr gut an. Ich glaube, wir sind alle schon gespannt nachher auf Chris Knörle, den ich von morgen auch schon kennenlernen durfte. Er freut sich auch schon auf seinen Vortrag. Dann sage ich an dieser Stelle, lieber Peter, vielen herzlichen Dank. Es sind nämlich keine Fragen im Chat reingekommen. Hier im Publikum habe ich jetzt auch nichts gesehen. Deshalb machen wir einfach weiter mit dem nächsten Vortrag und vielen, vielen Super. Herzlichen Dank. Vielen Peter. Dank nochmal und Ihnen viel Spaß heute bei der Connection. Schön, Sie alle hier vor Ort live zu sehen, auch in Farbe. Machen Sie sich einen schönen Nachmittag und hoffentlich auf spannende und interessante Gespräche. Dankeschön. Danke, Peter. Da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Thema. Wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen aus? Möchten Sie gerne Ihre IT-Infrastruktur modernisieren? Suchen Sie vielleicht noch nach einer passenden Hybrid-Cloud? Wenn Sie diese beiden Fragen mit Ja beantworten, dann dürfte es jetzt sehr spannend für Sie werden. Hewlett Packard Enterprises hat nämlich eine neue Wunderwaffe, die auf den spannenden Namen GreenLake hört. Und GreenLake lässt, glaube ich, das Herz von jedem IT-Profi höher schlagen. Denn sie bringt mit Flexibilität und Sicherheit, Co-Locations und Rechenzentren, genauso wie neue Möglichkeiten für ihre Edges. Hört sich das interessant an? Ich glaube ja, um ehrlich zu sein. Deshalb gucken wir uns jetzt den grünen See mal etwas genauer an. Nicht nur die Vorteile davon, natürlich auch, wie Sie das Ganze mit Commvault zusammen einsetzen können. Mit unserem nächsten Speaker tauchen wir jetzt für 30 Minuten in die Multi-Cloud-Welt ein. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Ist es ein Zungenbrecher? Ganz herzlich willkommen, Hasan Scheich. Was richtig? Ja, genau richtig. Oh, super. Viel Spaß. Hallo zusammen. Mein Name ist Hasan Scheich. Ich bin bei HPE Storage Pre-Sales Manager. Bis vor 2 Wochen war ich aber als Account Manager für einen großen Autohersteller unterwegs, wo wir, also HPE und Commvault, eine der größten Installationen über GreenLake haben. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen, wie HPE GreenLake Cloud Services dort bereitstellt, wo Ihre Daten sind. In Außenstellen, in Rechenzentren oder in die Cloud. Und wie HPE und Commvault sich integrieren für eine Datenschutzlösung, die unser Kunde dann einsetzt. Im Jahr 2019 gab es die Ankündigung, dass HPE einen neuen Weg geht und sich zum Cloud-Service-Anbieter entwickelt. Heute können wir unser gesamtes Portfolio als Service bereitstellen über HPE GreenLake. HPE GreenLake ist unsere Marke, die alle unsere Cloud-Services umfasst. Im Fokus steht dabei nicht die Modernisierung oder Erneuerung von IT, sondern der Umgang mit Daten, die für ein Unternehmen überlebenskritisch sind. Flexibilität, Standardisierung, einfache Abrechnung sind Eigenschaften der Cloud, die für viele Kunden Cloud interessant machen. Aber die Realität ist, dass viele Anwendungen und Daten sich immer noch in Rechenzentren befinden. Aus guten Gründen. Latenz, Sicherheit und weil sie einfach in die Cloud nicht laufen können. Und viele Kunden glauben, dass sie nur die Wahl haben zwischen traditionelle IT oder Public Cloud und kommen nur langsam damit voran, die Vorteile der Cloud-Ansatz auf alle ihre Daten und Anwendungen einzusetzen. Genau dafür ist HPE GreenLake gedacht. Die HPE GreenLake Cloud-Plattform ermöglicht eine einheitliche Cloud-Service. Self-Service, Pay-per-Use, skalieren nach oben oder nach unten, für alle Anwendungen überall. Sie bekommen die Skalierbarkeit der Cloud, aber mit einer höheren Verfügbarkeit und einem niedrigen Latenz. Mit sowohl HPE-Produkte als auch HPE-Partnerprodukte wie Commvault, SAP, VMware, alle as a Service, monatlich abgerechnet nach Nutzung. Die Lösungen können vorkonfiguriert oder maßgeschneidert, wahlweise bei Ihnen vor Ort
oder bei einem Colocation-Anbieter oder in die Cloud bereitgestellt werden. Ihre Daten bleiben dort, wo Sie sie gerne hätten. Sie behalten die volle Kontrolle. Das ist, was ich meinte mit Fokus auf Daten. Das ist die Cloud, die zu Ihnen kommt. Das ist HPE GreenLake. Fachabteilungen stehen unter enormem Druck. Sie müssen schnell auf Kundenwünsche, Marktanforderungen reagieren, müssen zeitnah Projekte umsetzen. Aber sie werden oft durch langwierige IT-Beschaffungsprozesse ausgebremst. Mit der HPE GreenLake Cloud-Plattform ermöglichen wir eine hybride Multi-Cloud-Welt für moderne IT-Abteilungen, die dann zum Service-Broker werden. So ist die Plattform aufgebaut. Sie wählen, was Sie benötigen, in der passenden Größe. Wir stellen die Infrastruktur bereit, schließen Sie an und schon können Sie loslegen. Sie sind dabei immer auf der sicheren Seite, was es Compliance und Datenschutz betrifft. Und wir haben mehr als 70 Services zur Auswahl. Von Server, Storage, VMs, Containers bis zum Workloads wie VDI, Datenbanken, Big Data Analytics. Und die Services umfassen HPE und HPE-Partner. Das ist eine offene Plattform. Hier ein Beispiel mit HPE GreenLake für Private Cloud Enterprise, wo Sie über ein Portal einfach Bare Metal Servers, Containers, VMs bereitstellen können per Klick, sehen sofort, wie viel Kapazität Ihnen noch zur Verfügung steht und was das Ganze kostet. Ein anderes Beispiel, HPE GreenLake für Block Storage Service. Ich habe ja erwähnt, es gibt ja mehr als 70 Services, die zur Verfügung stehen. HPE GreenLake für Block Storage, da wählen Sie aus, wie viel Kapazität Sie brauchen, für welchen Workload, zum Beispiel Oracle Datenbank oder VMware. Und wir konfigurieren den passenden Storage Array und stellen den Array bereit. Wie funktioniert HPE GreenLake genau? Sie wählen den Service, den Sie benötigen. Zum Beispiel HPE GreenLake für Block Storage, weil Sie Block Storage benötigen. Entscheiden, ob Sie das Array selber verwalten möchten, zum Beispiel, ob Sie dann Software-Updates selber durchführen möchten. Normalerweise wird bei IT-Anschaffungen viel mehr gekauft, als eigentlich benötigt. Weil ein Teil wird für Wachstum geplant, aber auch ein Extra, weil keiner weiß genau, wie das Geschäft sich entwickelt. Hier können Sie viel genauer planen. Sie können mit HPE GreenLake nur die Kapazität, die Sie tatsächlich brauchen, als Mindestabnahmemenge festlegen. Und Sie haben dabei kein Risiko, dass Sie hier falsch geplant haben. Weil wir als HPE installieren mehr Kapazität, 15-20%, obendrauf als Puffer für plötzliche Kapazitätsbedürfnisse. Zum Beispiel, da hat die Fachabteilung irgendein neues Projekt bekommen und braucht sofort Kapazität. Dank HPE GreenLake kann diese zusätzliche Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Sie zahlen von Puffer aber nur, wenn Sie ihn tatsächlich brauchen. Sonst zahlen Sie nur monatlich pro Gigabyte nach Verbrauch. Wenn Sie signifikantes Wachstum erwarten, beantragen Sie bei HPE die Installation zusätzlicher Kapazität über einen einfachen Change Request. Keine komplizierten Beschaffungsprozesse mehr. Die Preise pro Gigabyte sind schon im Vertrag festgelegt. Das heißt, Sie wissen schon am Anfang, was Sie bezahlen werden pro Gigabyte Kapazität. Und das wird über Preisbänder geregelt.
Wenn sie wachsen, zahlen sie pro Terabyte weniger. Beispiel, in dem Preisband haben wir festgelegt, dass sie bis zu 300 Terabyte 3 Cent pro Gigabyte bezahlen, pro Monat. Sie wachsen und haben jetzt 320 Terabyte. Dann sind sie in dem nächsten Preisband und zahlen dann für die gesamte 320 Terabyte nur 2 Cent pro Gigabyte pro Monat. So sind sie auch kosteneffizienter unterwegs. Vergleichen wir das mit dem klassischen Kaufmodell. Im klassischen Kaufmodell müssen Sie Ihre aktuelle Umgebung ersetzen. Da müssen Sie Wachstum einplanen und Sie müssen das gesamte Budget schon am Tag 1 ausgeben. Auch bei Leasing müssen Sie den gleichen Betrag plus Zinsen über 3 Jahre verteilt ausgeben. Mit HPE GreenLake legen Sie nur vertraglich fest als Mindestabnahmemenge, was Ihre aktuelle Verbrauch betrifft. Wachsen Sie, wissen Sie schon vorher, was Sie dafür bezahlen werden. Und Sie haben dabei kein Risiko und einen deutlich kleineren Kapitalaufwand. Wir beteiligen uns an Ihr Risiko. Was bedeutet das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einem Projekt, wo ich persönlich involviert war. Zwei Firmen haben sich zusammengetan und ein Joint Venture gegründet, um autonom fahrende Autos zu entwickeln. Jeder hat sich an einem Joint Venture beteiligt. Der eine hat ein Gebäude zur Verfügung gestellt, wo die Ingenieure zusammenarbeiten sollten. Der andere hat hunderte von Servern gekauft, in der Erwartung, dass sie für Simulationen angewendet werden, eingesetzt werden. Bevor das Projekt richtig losging, ist diese Joint Venture aufgelöst worden. Und die noch ausgeschalteten Server standen dann auf die Bücher, ja, weil sie gekauft wurden. Hätte der Kunde nicht alles gekauft, hätte er sich für ein GreenLake-Modell entschieden, hätte HPE sich an sein Risiko beteiligt. Wäre das Projekt wie erwartet verlaufen, hätten wir davon profitiert. Wenn nicht, wie in diesem Fall, hätte der Kunde nur eine minimale initiale Investition betätigt. Lass uns anschauen, wie HPE, GreenLake und Commvault zusammenarbeiten. In der hybriden Welt von heute brauchen wir eine End-to-End-Lösung, die Daten über traditionelle Infrastruktur und Public Cloud Services hinweg schützt, inklusive Ransomware und Langzeitarchivierung. Commvault und HPE haben ihre Produkte aufeinander abgestimmt. Zum Beispiel Commvault IntelliSnap integriert mit alle HPE Arrays, um Snapshots zu erzeugen für Daten, für Backups. HPE StoreOne's Catalyst wird von Commvault unterstützt, um Daten schneller zu schreiben. Commvault Hyperscale X Scale-Out Appliances werden auf HPE-Server bereitgestellt. Hier sehen Sie eine Architektur, wie die verschiedenen Teile der Lösung zusammenarbeiten. Commvault Complete sichert die Daten aus verschiedenen Quellen ab, löst Applikation konsistente Snapshots auf Arrays, wo notwendig. Die Daten werden dann auf Hyperscale X abgesichert. Eine Kopie der Daten wird über HPE StoreOne's Catalyst geschrieben, eine dritte Kopie, die dann in der Cloud ausgelagert wird, als Ransomware-Schutz. Wenn als HPE GreenLake Backup Service bereitgestellt, wird alles inklusive Commvault Software und HPE Hardware nutzungsbasiert auf eine Rechnung abgerechnet. Und die gesamte Umgebung, die für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten benötigt wird, also diese gesamte Umgebung, die Sie brauchen, um die Daten wiederherzustellen, die läuft dort, wo Sie es benötigen.
ja, damit alle Anforderungen an Sicherheit und Compliance erfüllt sind. Wenn Sie genau wissen, was Sie verbrauchen und was es kostet, haben Sie eine viel bessere Kontrolle über die Ausgaben. Das ist der Sinn der Sache. Ich hatte ja am Anfang bereits erwähnt, dass HP und Commvault eine große Installation haben bei einem Automobilhersteller hier in der Nähe. Die IT-Umgebung der Autohersteller wird von einem Service Provider oder einem System Integrator betrieben, gemanagt. Die Backup-Umgebung, die in Außenstellen und Rechenzentren weltweit verteilt ist, ist mit über 70 Petabyte ziemlich groß. Und sowohl Legacy-Workloads wie Sybase und DB2 als auch moderne Workloads wie Container und OpenStack müssen abgesichert werden. Dies war übrigens der Grund, warum Commvault hier ausgewählt wurde als Backup-Software, weil Commvault eine breite Palette an Workloads absichern kann, von traditioneller Infrastruktur, Legacy-Workloads, moderne Workloads bis zum Public Cloud. Die komplette Lösung inklusive HP Hardware und Commvault Software wurde über HPE GreenLake als Pay-per-Use-Modell vom Service Provider beschaffen, der dann auch dem Autohersteller die Nutzung in Rechnung stellt. So ist der IT-Beschaffungsmodell seinem Geschäftsmodell angepasst. Ein weiterer Grund, warum sie sich für HPE GreenLake entschieden haben, war, dass der Vertrag des Service Providers mit dem Autohersteller eine feste Laufzeit hat. Und im Gegensatz zu einem klassischen Beschaffungsmodell könnten wir HPE GreenLake so gestalten, dass er am Ende der Vertragslaufzeit ohne Restverpflichten ausläuft. So könnte der Service Provider ihr Risiko für Backup-Kapazitäten, die am Ende der Vertragslaufzeit entstehen, deutlich minimieren. So. Ich hoffe, ich habe damit Ihnen erzählt, wie HPE und Commvault zusammenarbeiten, wie Sie von einem Cloud-Service profitieren können, die dort entsteht, wo Ihre Daten sich befinden. Und wenn Sie weitere Fragen haben, gerne hier oder besuchen Sie uns ganz hinten, wir haben da einen Stand. Oder wir haben hier auch ein paar Links, wo Sie sich besser informieren können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die interessante Präsentation. Und ich bin sicher, da kommen gleich noch ein paar Fragen rein. Ich frage noch mal ins Publikum. Ist da schon jemand, der sagt, oder würde ich gerne das eine oder andere noch wissen? Oder im Chat, ich habe das iPad wieder dabei. Sie können jederzeit loslegen. Und ich habe mir natürlich auch eine Frage gestellt. Und zwar, GreenLake ist ja relativ neu eigentlich auf dem deutschen Markt. Wie kommt es denn bisher an? Wir sind ja hier so heute unter uns. Also Sie können mal so ein bisschen genauer erzählen. HP GreenLake als Marke ist relativ neu. Aber der Ansatz ist nicht neu. HPE hat seit 12 Jahren diesen Ansatz gefahren in verschiedene Formen, Varianten. Wir haben schon 1600 Kunden weltweit. Auch in Deutschland kommt das sehr gut an. Ich habe von einem Autohersteller schon erzählt, mit über 70 Petabyte global aufgestellt. Aber es gibt auch viele Mittelstandskunden, die von GreenLake profitieren. Ich glaube, dass dieses Konzept ist jetzt angekommen, dass die Welt hybrid wird. Ja, dieser Ansatz, dass Anwendungen nur in Rechenzentren laufen können oder nur in die Cloud laufen können, das gibt es nicht mehr. Die Welt wird hybrid und für diese hybriden Welt brauchen wir eine passende Lösung. Und diese Lösung heißt dann GreenLake, weil wir mit GreenLake die Public Cloud Welt und die Daten, egal wo sie sich befinden, in Außenstellen, in Rechenzentren, wir können sie verbinden miteinander. Vielen herzlichen Dank. Eine weitere Frage, die ich noch sehr interessant gefunden habe, war,
Als Sie das erzählt haben, wie genau abgerechnet wird, ist mir eine Frage gekommen. Sie haben gesagt, es ist ein Pay-per-Use-Modell, aber wie ganz konkret wird denn dann abgerechnet? Weil das ist was die Gäste ja dann auch immer ganz gerne interessiert. Das ist für Kunden auch spannend, weil sie müssen natürlich genau wissen, was sie am Ende des Tages bezahlen werden, ja, für den Spaß. Und da hat HPE wirklich eine eigene Technologie. Also wir können ziemlich genau abrechnen, zum Beispiel auf unseren Arrays können wir Gigabyte genau anhand einer Metering-Software abrechnen, was tatsächlich verbraucht wird und das in Rechnung stellt. Commvault als Beispiel, da in der GreenLake-Lösung, wenn wir Commvault auf HPE-Hardware bereitstellen, können wir das Ganze auf Basis Frontend-Kapazität abrechnen. Das ist, was dem Kunden auch am meisten interessiert, weil das ist, was er versteht. Er weiß, er hat x Terabyte an Daten, die abgesichert werden müssen. Und wir nehmen das dann als Metric. Also nicht die verschiedenen Kopien, die dann im Hintergrund dann hin und her verschoben werden. Das wird nicht in Rechnung gestellt. Nur die Daten, die tatsächlich abgesichert werden. Und die Kunden können selber festlegen, je nach Lösung, was gemessen wird. Zum Beispiel im Compute-Bereich können wir, wenn auf einem Server verschiedene VMs laufen, können wir Memory, Gigabytes of Memory als unser Messkriterium festlegen. Für Storage ist das die Kapazität der Daten, die tatsächlich geschrieben werden. Ja, als Beispiel. Also man hat sehr gute Kontrolle über die anfallenden Kosten. Ja. Das nehme ich als Botschaft mit. Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Und ich bin mir sicher, Sie werden gleich viel zu tun haben hinten auf der Ausstellungsfläche. Wir haben ja auch tolle Netzwerkpausen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Das ist Ihr Applaus. Ja, wir machen mit dem nächsten spannenden Thema weiter. Das dürfte jetzt besonders interessant werden für Organisationen, die im IT-Bereich zusammenarbeiten wollen, wie zum Beispiel Hochschulen. Hochschulen haben ja einfach die Herausforderung, dass unheimlich große Datenmengen anfallen, also sei es nun aus Forschung, aus Lehre oder auch aus der Verwaltung. Aber ein Problem, was die Hochschulen natürlich auch haben, wie soll das Ganze bezahlt werden? Also da gibt es große Herausforderungen und vor allem auch das Ganze einzurichten. Und deshalb gibt es ein ganz tolles Projekt, das nennt sich Datensicherung NRW. Und das wurde ins Leben gerufen, um eben die Hochschulen in NRW zu vernetzen und dort Möglichkeiten zu schaffen, dass die Daten ideal gesichert und gespeichert werden können. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mit dem nächsten Speaker an und vielleicht kennen Sie ihn auch. Er ist der Gewinner des Customer Innovation Awards der Global Connections 2022 bei Commvault. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Und da steht auch schon der CTO des IT-Centers der RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Eifert. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich möchte Ihnen unser Projekt vorstellen, mit dem wir im Land, ja, ich erzähle gleich, was wir damit machen, ich will nicht spoilern. Ich möchte vielleicht kurz voranstellen, wo komme ich eigentlich her? RWTH Aachen University hier in Hessen ist es vielleicht nicht ganz so präsent. Wir sind eine ziemlich große Universität, insbesondere sind wir eine von 11 deutschen Exzellenzuniversitäten mit einem ganz klaren Fokus auf den Ingenieurswissenschaften und Naturwissenschaften, was uns natürlich auch zu einem, wie wir feststellen müssen, interessanten Ziel für Cyberangriffe macht. Wir haben an der Uni 4 zentrale IT-Dienstleister, so unserer Zählung nach. Unsere geschätzten Partner sind die Bibliothek, also Bücher im Keller gibt es auch noch, aber auch die stellen IT bereit. Wir haben das Center für Lehr- und Lernservices, die Verwaltungs-IT und wir. Das IT-Center der RWTH Aachen. Wir machen Infrastruktur, Basisdienste, Services für Forschung und Lehre. Wir machen auch eigene Forschung und Lehre im Bereich Hochleistungsrechnen, virtuelle Realität, Digitalisierung. Und ganz nebenbei sind wir das größte Hochschulrechenzentrum in Nordrhein-Westfalen und eins der größten in Deutschland. Für all jene von Ihnen, denen das System Hochschule vielleicht nicht vertraut ist, ein paar Anmerkungen. Also ein ganz wichtiger Punkt im Gegensatz zu einer handelsüblichen Corporate IT, Hochschulen sind by Design offene Systeme.
Hochschulen wollen offen sein, Hochschulen sollen offen sein. Das ist unser verfassungsgemäßer Auftrag. Wir können uns nicht in der Weise abschließen, wie es eine Firma vielleicht ist. Also wir sind offen und das macht uns natürlich ein Stück weit dadurch auch angreifbarer. Auf der anderen Seite in der Binnenstruktur, natürlich haben wir auch unser SAP, natürlich haben wir auch unsere zentrale Verwaltungs-IT, hochzentralisiert, hochprofessionell. Check. Warum auch nicht? Aber im wissenschaftlichen Bereich ist unsere IT hochgradig dezentral. Und das ist nicht schlecht, sondern es ist so bei Design. Und Sie werden vielleicht Kollegen von anderen Hochschulen hören, die sagen, ach, bei uns ist das anders, wir haben das alles ganz hoch zentralisiert. Weiß nicht. Das ist vor allen Dingen dort der Fall, wo die zentrale IT keine Kenntnis nimmt von dem, was die Forschenden treiben. Also es gibt eine hochgradig dezentrale IT und das muss auch so sein, weil dort wird entwickelt, dort wird geforscht, dort gibt es Software, die entsteht dort oder die gibt es nur an einem Platz oder Laborsysteme, die mit irgendwelchen wilden Experimenten interagieren, die sich überhaupt nicht in irgendeiner sinnvollen Weise zentralisieren lassen. Das heißt, wir haben dort ganz viel dezentral, was auch dezentral gemanagt wird, wo kein zentraler Admin irgendetwas drauf zu sagen hat, weil er es nicht kann, weil er es nicht soll, weil er es nicht darf. Anyway, ist so. Beispiel bei uns, ich hatte ja gerade gezeigt, wir haben über 500 Professuren, immerhin, da gibt es eine Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben ungefähr 250 dezentrale IT-Teams in den Einrichtungen. Dort sind auch ungefähr 90% unseres Datenvolumens. Also die Kollegen von Commvault nennen das immer unstrukturiert. Das klingt so despektierlich, aber es sind Datenformate, die nicht aus irgendeiner bekannten Datenbank herauspurzeln, sondern Daten, die zum Beispiel von Elektronenmikroskopen, Gensequenzern oder irgendwelchen wilden Motorenprüfständen oder sonst was erzeugt werden. Also generische Daten, von denen eigentlich außer den Forschenden keiner weiß, wie sie aufgebaut sind. Und, darauf komme ich später nochmal zurück, ungefähr 80% unserer Daten existieren nur in einer Version. Häufig ist es im Corporate-Umfeld ja so, naja, man hat eigentlich einen ziemlich kleinen Working-Set von Daten und einen riesen Berg von Versionen, die man sich hält, wo man sagt, naja, pff, eigentlich braucht die keiner mehr, aber wir heben sie mal auf, was dann wiederum die Möglichkeit gibt, okay, dann haben wir halt für die kalten Daten Tape. Wir brauchen auf Platte ja nur das, was wir zum Restore brauchen. Na gut, wir brauchen halt 80% für den Restore, das verschiebt die Metriken so ein bisschen. Gut, was wir also brauchen, ist eine Backup-Software, eine Backup-Infrastruktur, die in diesem wilden Gemenge geeignet ist, diese dezentralen, wüst verteilten Daten einzusammeln und zumindest mal auf eine zentrale Infrastruktur zu sichern, um uns als Hochschule handlungsfähig zu halten. Und auch hier wiederum, also ja klar, unsere SAP-Kollegen sind ganz klar davon überzeugt, welches die wirklich relevanten Daten einer Hochschule sind. Ein Kollege meinte vor vielen Jahren mal, eure Kernprozesse sind Forschung und Lehre. Überlegt noch mal ganz kurz, was wirklich eure Kerndaten sind. Okay. Auffassungssache. Die Vorredner Peter Kai hatte ja im Vorfeld schon gesagt, wir haben Datenwachstum, wir haben immer vielfältigere Systeme. Gleichzeitig wächst auch die Dienstgüte. Also im Prinzip, ich weiß nicht, irgendwann ist jeder Schreibtisch aufgeräumt und mehr kann man halt nicht machen ohne seine Daten, ohne seine Services. Das heißt, die Dienstgüte, die an der Verfügbarkeit der Daten hängt, wird auch immer wichtiger. Und naja, die Situation ist jetzt nichts, was irgendwie exklusiv bei uns ist, sondern das ist bei jeder Hochschule so. Und da war es naheliegend, aus einer Selbsthilfegruppe ein Projekt zu starten, das Projekt Datensicherung NRW. Wir haben in Nordrhein-Westfalen aus historischen Gründen ziemlich viele Hochschulen, 14 Universitäten, 16 Fachhochschulen und 7 dedizierte Kunst- und Musikhochschulen. Wir verlassen also das Feld der RWTH und begeben uns aufs Feld des landesweiten Projekts. Kollaboration ist an der Stelle das Mantra, was uns die ganze Zeit begleiten wird. Also, ein paar Gedanken vorweg, warum wir das so gemacht haben, wie wir es machen oder warum wir es so machen. Wir haben ziemlich spitz gerechnet. Die Fragen sind natürlich auch klar, wieso geht die nicht in die Cloud? Ja, weil es sich nicht rechnet. Wir haben es durchgerechnet,
Vielleicht haben wir auch zu gute Konditionen bekommen. Das wollen wir jetzt aber nicht provozieren. Es würde also kein Kostenvorteil dadurch erzeugt werden, dass wir in die Cloud gehen. Wir haben im Moment an der RWTH ungefähr 30 Petabyte nur für Backup installiert. Und ganz wichtig, unser knappstes Gut sind Köpfe. Und die Expertise würde lokal ja ohnehin gebraucht. Das heißt, durch das Outsourcing in die Cloud wird man das los, was man hervorragend skalieren kann und das, was weiterhin gebraucht wird, ja, stehen wir dann nackig da. Also wir haben uns gegen einen Cloud-Ansatz entschieden, sondern den Ansatz gewählt, dass wir ein kooperatives Selbstversorgungsmodell machen wollen. Also selbst nicht im Sinne von jeder selbst, sondern wir Unis selbst, aber eben zusammen. Das heißt, wir wollen unsere Kompetenzen bündeln, wir wollen uns gegenseitig entlasten, indem die Sachen, die einer macht, er halt für andere mitmacht. Das Ganze soll natürlich skalierbar werden für das Spielfeld, was hier hingemalt ist, also ganz Nordrhein-Westfalen. Das Ganze mit dem Ansatz, dass wir uns dazu entschlossen haben, relativ wenige von uns selbst zu Service-Providern zu machen, mehr als einen, wenige. Dass aber zum Beispiel die Expertise deutlich breiter gestreut sein kann als die Service Providership. Weil die Expertise, eine hochskalierende Infrastruktur zu betreiben, ist völlig unabhängig davon, irgendwelche abgedrehten Sicherungsfälle zu beherrschen. Das heißt, auch die, ich nenne es jetzt mal Kunden, also die Hochschulen, die selber keinen Backup mehr selber machen, dort können natürlich trotzdem Spezialisten sitzen für exotische Szenarien. Und unser Spielfeld, wie gesagt, hat sich vergrößert, nicht nur geografisch, sondern jetzt ist unser Versorgungsauftrag in der Größenordnung von 50.000 Mitarbeitenden und einer Dreiviertelmillion von Studenten. Gut, technische Umsetzung, die Schadfälle, Peter Kai hatte sie schon genannt, Rechner können verbrennen, wir haben vorletzten Sommer gelernt, Daten können auch weggespült werden. Ransomware ist natürlich eine Bedrohung für uns alle. Das Foto links oben ist mein persönlicher Favorit, denn das ist kein Stockfoto, sondern das ist ein Foto von unserer Hochschule vor wenigen Jahren. Und ja, inzwischen ist auch Ransomware in den Fokus geraten, aber immerhin hat uns dieses Ereignis den Weg geebnet, auf allen möglichen Entscheidungsebenen zu sagen, ja, wir müssen echt was für Datensicherung tun, sodass wir jetzt in einer vergleichsweise guten Situation sind, nicht jetzt erst anfangen zu müssen, wenn alle merken, ach, jetzt wird es ja echt schlimm. Also diesen echt schlimmen Anlass, den hatten wir bereits. Gut, also Schadenfälle. Natürlich, ein Client kann Daten verlieren oder der ganze Client geht verloren. Das ist ja das Standardspiel von Backup und Restore. Das heißt, wir machen das Backup woanders, als der Server steht oder der Client steht. Und die Sicherungsdaten selber sind gegen Veränderungen geschützt. Commvault bietet da Mechanismen. Unsere unterliegende Speicherinfrastruktur bietet weitere Mechanismen. Da fühlen wir uns also ganz gut geschützt. Ein Datacenter kann verloren gehen. Gut, wir haben unsere Backup-Infrastruktur gedoppelt und unser Backup-Ziel selber an eine Reihe von Standorten in unserer Hochschule verteilt, die geografisch getrennt sind. Das heißt, auch der Totalverlust eines Gebäudes links oben kann uns nichts mehr anhaben. Und natürlich kann also ein Cyberangriff auf einen Client, okay, dann versuchen wir halt die Daten wiederherzustellen, ein Cyberangriff auf unsere Backup-Infrastruktur selber. Wir versuchen uns davor zu schützen, natürlich, also Trivialmaßnahme, Zwei-Faktor-Authentifizierung für die administrativen Zugriffe. Die Sicherungsdaten selber sind gut geschützt gegen Veränderungen und das ganze System ist bis auf die Ports, die wir für die Durchführung des Backups brauchen, hochgradig isoliert und insgesamt als Standalone-System weitestgehend aufgebaut, sodass wir dort keine weiteren Abhängigkeiten drin haben. Wir haben kein Tape. Wir haben Objektspeicher als Ziel. Ich hatte ja gerade gesagt, auf mehrere Standorte an unserer Hochschule verteilt. Das da ist ein Foto von unserer jetzigen Maschinenhalle. Als Peter Kai gesagt hatte, 26 Jahre Dino, naja, gut, so alt ist die Tape Library nicht, aber vor über 20 Jahren haben wir mit Tivoli angefangen. Von daher die Zeitskalen sind so ein bisschen relativ. Also, natürlich sind die Medienkosten von Tape im Vergleich zu Festplatte oder Objektspeicher konkurrenzlos. Ja, trivial. Aber es relativiert sich so unglaublich schnell. Es gibt den Verschnitt, es gibt die Tatsache, also mir ist keine Backup-Software inklusive Commvault bekannt, die nicht
wenn sie auf Tape schreibt, rehydriert. Das heißt, die ganzen Deduplizierungsgewinne verliere ich bei Tape. Das Housekeeping hat uns bei der Maschine umgebracht. Wenn wir das Housekeeping so machen wollen, dass wir auch eine Chance haben, einen Restore durchzuführen von Tape, und wir garantieren unseren Einrichtungen Restore zu jeder Zeit, auch schon zu TSM-Zeiten, dann wird der Medienkostenvorteil sehr schnell sehr relativ. Und auch hier bräuchten wir ja zwei Standorte. Und ich hatte eben ja gesagt, 80% unserer Daten haben wir nur in einer Version. Das heißt, wir bräuchten dann entsprechende Infrastruktur, um auch weiterhin hier das Restore zusichern zu können. Wir hatten auch gerade gehört, wie wichtig die Kostenseite, die Kostenkontrolle ist. Ja, natürlich, auch wir haben den Goldesel noch nicht züchten können, aber es ist mir auch wichtig, neben der Kostenseite auf die Nutzenseite einzugehen. Und die Nutzenseite eines Online-Speichersystems im Gegensatz zu Tape ist halt auch nicht schlecht, weil wir können jederzeit jede Operation machen. Wir haben keine Housekeeping-Fenster mehr, wir haben kein, ja, whatsoever. Die Maschine läuft durch. Fertig. Und ob dann hier links drei Institute Backup machen und rechts eins Restore, so what? Funktioniert hervorragend. Housekeeping selber ist kein Umkopieren mehr wie auf Tape, sondern Datenbankoperation. Und eine Überlegung, die wir hatten, es heißt ja immer, ja, Ransomware, Tape, Gate, AirGap und so weiter. Ich weiß nicht, wer Tape wirklich manuell aus dem Gerät rausnimmt und bei Bedarf manuell wieder reintut. Das heißt, wahrscheinlich haben die meisten ab einer bestimmten Größe einen Tape-Roboter. Das heißt, im Prinzip verlassen wir uns auf die Langsamkeit des Mediums. Ist jetzt eine starke Annahme, dass das Tape so lahm ist, dass das, was mich wirklich interessiert, dann nicht erwischt wird. Ich finde ehrlich gesagt, ein Speichersystem, welches einen zugesicherten Compliance-Mode hat, dass alles, was ich einliefere, mindestens so und so viele Tage, Wochen, Monate unveränderlich ist, eigentlich vertrauenerweckender. Das heißt, dieses Airgapping, ja, klingt gut, aber eigentlich ist es nur ein, ist es so lahm, das merken wir, bevor wirklich was passiert. Und deswegen fanden wir das dann nicht weiter wichtig, auf Tape als Backup-Medium zu setzen. Wie gesagt, wir sind im System Uni. Wir können weder einfach budgetieren noch einfach kontrahieren. Bei uns geht das über Forschung, über Förderanträge bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir haben also für dieses Gesamtkonzept zwei Förderanträge geschrieben, sogenannte Großgeräte der Länder, Anträge für die, die es interessiert. Die Gutachter fanden das Gesamtkonzept toll, also hat uns sehr gefreut. Wir haben da auch unser Budget bekommen. Einerseits die beschriebene Serverinfrastruktur, das hatte bei uns gewonnen die Firma Hitachi Vantara mit dem Systemhaus Hansen und Gierat, und sonst wäre ich nicht hier. Die Backup-Software hat Commvault gewonnen mit dem Systemhaus CANCOM. Und die Ausschreibung oder die Vergabe war spannend, weil ich hatte ja Ihnen erzählt, was wir inzwischen alles haben. Ganz viele Unis mit einer sozusagen Vereinigungsmenge aller Wünsche, aller Systemanforderungen. Und ich komme gleich noch ein bisschen auf einen Aspekt, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Das heißt, wir haben eine ziemlich lange Anforderungsliste gehabt. Nebenbei ein geeignetes Lizenzmodell für den Spielplatz Nordrhein-Westfalen. Und wir wollten auch noch ein hochschulübergreifendes Authentifizierungs- und Autorisierungssystem über das Internet-2-Protokoll Shibboleth. Ich erzähle gleich, warum, was es damit auf sich hat, um das Ganze geeignet zu machen für Mandantenkontext und rollenabhängigen Self-Service. Naja, der Markt der Software, die das kann, ist nicht besonders dicke. Das hat Commvault gewonnen, und so sind wir seit einem guten Jahr mit Commvault zusammen, um dieses Projekt zu realisieren. Gut, also haben wir das Geld gekriegt und dann? Also, wir haben also nagelneue Infrastruktur, eben nicht mehr blau, sondern jetzt, was hat Hitachi für eine Farbe? Also jedenfalls eine Hitachi-Infrastruktur. Also bekommt das Betriebsteam natürlich intensive Schulung, um damit umgehen zu können, um so ein großes Hitachi-Content-Plattform administrieren zu können. Und eine neue Software. Wie gesagt, viele von uns, also von uns Unis, haben zwischen ein und zwei Dekaden TSM-Historie. Und auf einer sehr hohen Management-Ebene könnte man sagen, okay, ersetzt halt ein Backup-Tool durch ein Backup-Tool, so what?
Klappt nicht. Klappt nicht in dieser Weise, denn es wird ja tatsächlich alles anders. Im Sinne von alles, also in Worten alles. Entschuldigung. Das also natürlich bekommt das Betriebsteam von der skalierenden Infrastruktur auch viele Schulungen. Und das kann ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. An der Stelle hat Commvault auch einen tollen Job gemacht, uns wirklich rollenspezifische Schulungen zu bauen und anzubieten. Also die Comcell-Betreiber haben spezifische Schulungen bekommen. Insbesondere Transition-Schulungen, also Commvault for TSMEs, um die Denke zu übertragen, weil wenn Sie versuchen, TSM-isch auf Commvault-isch zu übertragen, es scheitert. Punkt. Aber das reicht nicht, die Techniker zu betreiben. Wir brauchen auch die Betreiber aller datenhaltenden Systeme, weil natürlich unsere SAP-Kollegen, unsere Oracle-Kollegen, unsere Exchange-Kollegen es auch alles anders machen müssen und nicht nur einfach einen anderen Flansch an ihre Schrauben anschrauben, sondern auch gedanklich anders. Und es zieht sich weiter fort. Fragen Sie mal einen Service-Manager, der eine TSM-Historie hat, okay, jetzt definieren wir da eine Service-Level-Agreement. Und natürlich finden Sie die TSM-Terminologie. Das heißt, auch die Service, die SLAs, die wir auch innerhalb der Unis und uni-übergreifend haben und brauchen, sind natürlich anders zu formulieren, weil wenn Sie versuchen, die vorige Welt in diese Welt 1:1 abzubilden, wird es kein freudvolles Unterfangen. Gut. Haben wir alles hingekriegt. Wie gesagt, ein intensives Schulungsprogramm, was wir zusammen mit Commvault durchgeführt haben. Jetzt haben wir also neue Infrastrukturen, neue Software. Die Leute verstehen ihren Kram. Jetzt können wir also Daten von Uni A bei Uni B sichern. Das ist gut, ist notwendig, aber keineswegs hinreichend. Denn für eine nachhaltige Umsetzung, wo wir nicht daran sterben, irgendwelchen Einzelkram zu handeln, brauchen wir Prozessintegration, was eben essentiell ist für Automatisierung und Skalierbarkeit, und brauchen wir auch einen Support, der das Spielfeld ganz NRW in der Lage ist abzudecken. Das heißt, was ich gerade schon gesagt habe, das Wissen des Infrastrukturadmins ist nicht notwendigerweise das Wissen des Experten für spezielle Szenarien. Das heißt, hier haben wir auch einen gemeinsamen hochschulübergreifenden Second-Level-Support aufgebaut. Wenn wir schon dabei sind, alles zu ändern, könnten wir ja auf die irre Idee kommen, unsere Kundschaft zu fragen, wie sie es denn gerne hätte. Das haben wir sogar gemacht. Wir haben also eine Umfrage gemacht unter den Hochschulen, nicht nur in der IT, sondern auch bei den Einrichtungen, bei den Forschungsabteilungen, haben wir auch veröffentlicht. Ja, wie hättet ihr es denn gerne? Und es gab ein paar ganz wichtige Forderungen. Und die wichtigste Forderung war, ich hatte vorhin gesagt, wir haben eine sehr dezentrale IT, dass clientbezogene Aufgaben dort, oder also nicht räumlich, aber von der Hoheit her dort durchgeführt werden, wo diese Clients administriert werden, wo das Wissen darüber vorhanden ist, was mit diesen Clients passieren soll. Also Client registrieren, deregistrieren, Backup machen, Restore und so weiter und so weiter. Datenbereiche festlegen. Das Ganze natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen, also Hochschul-IT, Fachbereichs-IT, das soll alles im Self-Service funktionieren. Und das ist aus unserer Aachener Sicht essentiell, wie gesagt, 250 dezentrale IT-Teams, wenn sie versuchen, das anders als im Self-Service zu machen, hat der Tag nicht mehr viele schöne Stunden. Und auf der anderen Seite, gerade im hochschulübergreifenden Bereich wollen die Kollegen und Kollegen nicht bei irgendeiner Hochschule anrufen, sondern sie wollen bei ihrem lokalen Support anrufen. Das ist auch ganz essentiell und das ist deutlich mehr als die wollen sich nicht umstellen und wollen ihre lokale Nummer merken, sondern ich hatte ja gesagt, wir hochschulübergreifende Authentifizierung, das heißt, nur der lokale Support kann überhaupt helfen. Trotzdem ist diese Self-Service-Geschichte für einige unserer Partner-Unis eine radikale Änderung gewesen, weil das dort eben anders passiert. So, kannst du mir mal wiederherstellen? Ja, okay. Gut. Also, nur der Betreiber von datenhaltenden Systemen kennt den Bedarf, neue Clients anlegen und so weiter. Das heißt, nur wenn wir das als Self-Service anlegen, können wir dort diesen Service bedarfsgerecht machen und skalierbar halten. Nächster Schritt. Okay, wir können also dezentrale Administratoren benennen. Und wie machen wir das? Auch die müssen
der Skalierbarkeit halber im dezentralen Self-Service benannt werden. Denn es müssen die Backup-Clients der Organisationseinheit zugeordnet werden, es müssen die Administratoren, also die Inhaber dieser Rolle, ihren jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet werden. Auch das passiert dezentral. Clients, hier noch eine Fußnote, Clients wollen wir nicht persönlich einem Admin zuordnen, aus den üblichen Gründen. Und das Berufen einer Person zum Admin einer Einrichtung passiert auch innerhalb der Einrichtung. Das heißt, auch die Rollenverwaltung selber ist bei uns dezentral, denn die liegt bei der, dezentral bei der Leitung der Einrichtung. Das heißt, die Leitung ist für die eigene Forschung und Lehre und auch für die eigene IT verantwortlich. Das heißt, die Leitung, der Professor, die Professorin benennt lokale IT-Verantwortliche und diese Zuweisung selber ist ein Self-Service bei uns. Das Ganze haben wir ausgedacht, erarbeitet zusammen mit unserem Partnerprojekt Identity Management Nordrhein-Westfalen, sodass wir jetzt im Endeffekt ein Rollenkonzept haben, um diese ganzen unterschiedlichen Zuständigkeiten hochschulübergreifend mit Abbildung der Binnenstruktur zu realisieren. Wir haben also im lokalen Identity Management der Hochschule die Personen gepflegt und können dann über Hochschulgrenzen hinweg authentifizieren. Wenn also ein Kollege einer anderen Uni etwas in am ComServe bei uns machen möchte, dann, also wir lernen den schon gerne kennen, aber nicht notwendigerweise, weil er sich dann auf Basis seiner Credentials bei uns anmeldet, seine Rolleninformation und sein Kontext wird mit transportiert und er kann sofort im Self-Service loslegen und seine Arbeiten machen. Das heißt, der Transport dieser Informationen vom Verzeichnisdienst der Heimathochschule zum zentral bereitgestellten Webportal ist auf die Art und Weise realisiert. Zum Support hatte ich ja schon was gesagt. Hier in dem Diagramm ganz links, also Anfrager, stellt seinen lokalen Support eine Frage. Der Kollege in der Uni überlegt, weiß ich das schon oder muss ich sogar selber helfen, weil es zum Beispiel die lokale Authentifizierung ist. Oder ist es eine Frage, die ich noch nicht weiß, dann frage ich meine Kollegen im Land, sei es ein Backup-Szenario oder sei es ein speziell jetzt auf die Infrastruktur bezogenes Problem. Also, in unserem Projekt haben wir eine große Umstellung realisiert. Wir haben für den Betrieb eine neue Software, eine neue Infrastruktur. Wir haben das Betriebsmodell vom lokal zu hochschulübergreifend geändert. Und ich hatte ja gesagt, alle Ebenen sind betroffen. Das Ganze ist ein sehr steiniger Ritt gewesen. Aber es ist natürlich auch eine Chance, das so umzugestalten, weil wir auf die Art und Weise in der Lage sind, alle Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mit einer leistungsfähigen Datensicherung zu versorgen. Und diese Änderung hat natürlich auch Pilotcharakter für andere IT-Versorgungsprojekte. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung seitens Commvault. Und um das Ganze jetzt ein bisschen ins Hier und Jetzt zu holen, da kann man sagen, okay, haben sie sich ausgedacht. Also wir haben inzwischen von Aachener Seite aus drei Hochschulen vollständig bei uns onboardet. Eine vierte, sehr große, aufgrund eines Vorfalls vor wenigen Wochen notfallmäßig geonboardet. Die nächste große Uni ist gerade dabei, also gerade im Sinne von heute. Und gestern war der Tag, wo unser TSM abgeschaltet wurde, beziehungsweise auf Read-Only. Das heißt, wir sind dort ja, in echt dabei. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Eifert. Das ist wirklich ein interessantes und spannendes Projekt. Und Sie haben ja eben schon gesagt, es war ein wilder Ritt. Und passend dazu haben die Gäste aus dem Chat Fragen gestellt. Nämlich, ein Gast möchte gerne wissen, was war die größte technische Hürde und die größte organisatorische? Die größte technische Hürde war, man soll es nicht glauben, aber bei Unis herrscht tatsächlich IPv4-Adressknappheit. Das heißt, alle reden drüber, aber wir machen wirklich IPv6 und wir haben gelernt, das ist nicht an jeder Stelle in jeder Schönheit angekommen. Da mussten wir zusammen ein bisschen lernen und üben, um das zu realisieren. Und organisatorisch, naja, die Autonomie von Universitäten ist sogar verfassungsgemäß garantiert. Wir haben also hochgradig individuelle
Spielpartner, wo auch die Ebene, Arbeitsebene, IT-Leitung, Hochschulleitung nicht notwendigerweise gleicher Meinung sind. Das alles zusammenzufügen zu einem funktionierenden Projekt war sehr spannend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Übrigens, wer mal die Webseite besuchen möchte, es gibt ja wirklich ganz viele Informationen dazu, zu diesem Gemeinschaftsprojekt, auch Pressemitteilungen. Also da kann man sich wirklich bestens informieren. Und da komme ich auch gleich schon als Überleitung zur nächsten Frage aus dem Chat. Wie haben Sie denn die Hochschulen zum Mitmachen bekommen? War das so, dass die das in der Presse praktisch schon gelesen haben und gesagt haben, ach, das wäre ja für uns eigentlich auch interessant? Oder war das so, Herr Dr. Eifert, dass Sie dann auf die Hochschulen zugehen mussten, um zu sagen, hier, wir haben was Tolles für euch? Von allem ein bisschen. Also initiiert wurde das Ganze als Selbsthilfegruppe von einigen Überzeugungstätern, die sich sicher waren, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wie könnte es denn sein, wenn es eh anders werden muss? Und dann hatten wir diesen Nukleus ins Leben gerufen und sind losgelaufen. Und dann haben sich eben viele gefunden, die mitgelaufen sind. Das ist ein tolles und spannendes Projekt. Da wünschen wir Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und Danke. Freude bei. Und ich wollte Sie jetzt fragen, ich habe nicht mein Handy dabei, ob wir zusammen ein kleines Selfie machen können unsere Statement-Wall, die ich Ihnen sehr gerne ans Herz legen möchte. Haben Sie Lust? Legen wir einfach mal. Das war schön. Habe ich eine Wahl? Ich freue mich, Herr Dr. Eifert. Super, vielen, vielen herzlichen Dank, denn unsere Statement-Wall, da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns auch schöne Fotos von der heutigen Veranstaltung, kann übrigens auch was von zu Hause sein, ja, von dem Hund, der mitguckt oder dem Kind, was gerade im Hintergrund tut. Sie können gerne alles hochladen, wir freuen uns auf viele Stimmungsbilder und Feedback von Ihnen auf unserer Statement-Wall und falls Sie die noch nicht entdeckt haben, ist es eigentlich ganz einfach, auf der Event-Webseite, wenn Sie ganz nach unten scrollen, finden Sie einen QR-Code, den können Sie ganz spielend leicht abscannen oder hier vor Ort auf den Tischen haben wir verschiedene QR-Codes ausgelegt oder auch vorne an der Türe einfach abscannen und schon los geht's. Sie können auch einfach so nur einen Kommentar abgeben. Wir freuen uns auf jede Menge Feedback. Und dann habe ich noch eine ganz kleine Sache für diejenigen, die vielleicht außerhalb der IT noch mal so ein bisschen Spaß haben heute beim Netzwerken, ne, muss man ja auch machen. Wir haben draußen, nämlich vielleicht haben Sie es schon entdeckt, einmal Simracing und Virtual Reality. Das dürfen Sie natürlich gerne ausprobieren. Ist nicht nur was für kleine Jungs, sondern auch was für große, auch für die Frauen. Ich habe es heute Morgen auch schon getestet. Es macht unheimlich viel Spaß. Auch da sollten Sie noch mal vorbeischauen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, bevor wir jetzt in die Netzwerkpause starten, um 14.30 Uhr, wir haben es heute schon mehrfach angekündigt, hier noch mal ein kleiner Teaser für unseren Chris Knörle, der Ihnen nachher noch mal alles zu unserem Metallic Thread Wise verraten wird mit einer Live-Demo. Also sollten Sie unter keinen Umständen verpassen. Herr Dr. Eifert, sind Sie auch mit dabei? Wahrscheinlich schon. Sehr schön, da freuen wir uns. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Das ist Ihr Applaus und wir sehen uns nachher weiter. Viel Spaß beim Netzwerken. Danke. Dankeschön, das war toll. Danke. Kommen Sie mit.